ist unser Ferienhaus für dieses Wochenende und natürlich zeige ich euch, wie es drinnen ausschaut. So, hier kommt ihr rein, das ist die Eingangstüre. Dann habt ihr hier eine Garderobe und die erste Tür ist dann direkt ein Badezimmer mit einer Toilette, Waschbecken, Dusche und eine Heizung. So, hier hinter verbirgt sich noch ein Spiegel. Auf der anderen Seite nur eine Abstellkammer. Und dann kommt ihr hier ins Wohnzimmer. Sagt mal Hallo. Hallo. Eine schöne große Couch. Man muss dazu sagen, der Bungalow ist für 6 Personen. Ein Kamin, ein Fernseher. Auf der anderen Seite das Esszimmer. Und die Küchenzeile, die zeige ich euch gleich dann auch näher. Und die Terrasse. Und wir haben das Glück, wir sind relativ weit oben. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Wir sehen auf den schönen Bostalsee. Super schön. Als Highlight für die Kiddies hier gab es hier noch eine Überraschung. Ein Spielzimmer. Mit Fernseher. Kann hier Mühle spielen. Schaumstoff. Ja, findest du auch cool, ne, Timmer? Ja. Und dieses Haus ist zweigeschossig. Daher geht es hier bei der Eingangstür auch die Treppe hoch. Und wenn ihr oben angekommen seid, geht ihr direkt auf die Toilette zu. Die ist hier extra. Und das Highlight ist hier dieses Badezimmer. Eine Dusche. Waschbecken, Spiegel. Eine Badewanne mit Whirlpool-Funktion. Allerdings finde ich, ist das Badezimmer hier viel kleiner als wie bei den anderen Centerparks. Und auf der anderen Seite habt ihr eine Infrarotsauna. Ja, da müssen wir noch uns einlesen, wie die richtig funktioniert. Hier sind so Rädchen zum Drehen. Und hier steht aber auch, wie man die Infrarotsaunakabine benutzen soll. So, ein Fenster, das mache ich mit euch zu. Das ist das Wellnessbadezimmer. Ja, wie gesagt, 6 Personen Bungalow. Da haben wir natürlich auch 6 Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer. Was uns allerdings aufgefallen ist, die Betten sind nicht bezogen. Und wir haben auch keine Handtücher bekommen. Das gehört normalerweise zum VIP-Service dazu. Da müssen wir gleich mal an die Rezeption gehen und nachfragen. Ja. Und auch von hier, ja, das ist davor, einen wunderschönen Blick. Einen schönen Schminktisch. Ach, Timber. Ja. So, dann hier ein etwas größeres Schlafzimmer. Sieht man dann auch direkt. Oh, das Licht ist aber nicht so doll.
wieder mit einem Schminktisch, einem Kleiderschrank, einem Bett. Und hier ist nämlich ein Fernseher mit dabei. Ein schönes Bild und auch wieder Aussicht. Auf dem Bostalsee leider heute verregnet. Hoffen wir mal, dass es morgen nicht regnet. Das letzte Zimmer ist dieses Zimmer hier. Auch das gleiche. Wieder der Blick. Ein bisschen enger gestellt hier. Hier. Mit dabei gibt es beim VIP-Bungalow immer ein Küchenpaket. Das könnt ihr euch aber bei jedem anderen Bungalow auch separat dazu bestellen. Das ist einmal hier Handtücher und Spültuch, eine Bürste. Diesmal ganz neu, so kenne ich es noch nicht. Spülmittel in einem Tütchen. Vorher hatten sie immer so kleine Fläschchen, das war besser, dann konnte man die noch zudrehen. Und ein Paket mit ja, alles, was man so in der Küche halt braucht. Tabs für die Spülmaschine. So, das war's. Jetzt möchte ich euch zeigen, was so alles in dieser Küchenzeile steckt. Fangen wir hier oben an. So, hier oben habt ihr ja, eine Vase, Vorratsdosen etc. Eine Mikrowelle mit Grillfunktion, einen wunderschönen großen Kühlschrank, ich liebe große Kühlschränke, mit einem Gefrierfach, das hat man ja auch nicht immer dabei. Dann eine Spüle, hier haben wir Papierkörbe. Hier Gläser, oben Weingläser, Sektgläser, also ihr seht, es ist alles vorhanden. Der Toaster, dann hier Teller, hier eine schöne große Spülmaschine, Herdplatte. Was mir hier auffällt, hier sind normale Herdplatten. In den meisten Center Parks habt ihr Gasherd, Abzugshaube, Presse, Schüsseln, dann da oben Teegläser für Dessert, Kaffeetassen, Eierbecher, Besteck. Hier auch ganz schön, ihr habt hier immer etwas schärfere Messer, hier die normalen Messer und Kindermesser mit dabei. Also am Besteck ist hier mehr vorhanden als bei den normalen Center Parks. Dann habt ihr hier drei Pfannen, haben wir, also Wahnsinn. Und Kochtöpfe, Schneidebrett, Sieb. Eine Reibe, Flaschenöffner. Dann gibt es bei jedem VIP-Bungalow noch eine Dolce Gusto dazu, eine Filtermaschine und ein Wasserkocher. Das habt ihr alles automatisch in der Küchenzeile. Was ich noch gar nicht gezeigt habe, was ihr draußen habt, aber es regnet leider die ganze Zeit. Also ihr habt draußen noch mal einen schönen Tisch mit 6 Stühlen dran. Der eine Stuhl, der steht da hinten, den haben wir als Absperrung dahingestellt. Dann habt ihr noch einen Sonnenschirm, wenn es mal nicht regnen würde. Zwei tolle Liegen, die ihr hier hinstellen könnt. Plus ihr habt dort noch einen Grill, der feststehend ist. Das hatten wir auch noch nicht in einem Center Park. Hier habt ihr eine Box. Lesespaß für Jung und Alt. Diese Bücher werden Ihnen für die Dauer des Aufenthalts zur Verfügung gestellt.
Hier ist sogar einmal Phase 10 Schmiederei. 50 Jahre Urlaub genießen. Und ein paar Bücher. Eine Zeitung. Bei so einem Wetter bietet es sich natürlich an, mal reinzuschnuppern bei den Büchern, die hier ausliegen. Seht, da ist auch ein Aufkleber drauf, Leseexemplar. Man kann das Buch aber hier im Supermarkt wohl käuflich erwerben. Das finde ich echt super, weil manchmal weiß man ja nicht, ob einem das Buch zusagt. Da kann man schon mal reinschnuppern. So, heute ist Wellness-Time. Wir haben ja schon fleißig die Badewanne befüllt mit Whirlpool-Funktion. Können wir ja mal gerade austesten, ob das funktioniert. Yeah! Können wir wieder ausschalten. Perfekt. Dann bekommt jeder VIP-Bungalow. Immer noch hier sowas, da war noch eine Seife dabei. Die habe ich schon nach unten gelegt. Dann haben wir hier Duschgel, Shampoo und Spülung. Bekommt man gratis. Und dann habe ich gerade hier die Infrarotsauna angemacht, damit es noch ein bisschen wärmer wird hier drinnen. So, das ist der Plan vom ganzen Park. Also eigentlich relativ groß, geht halt über einen Berg. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende im Center Park. Ich wollte euch noch eine Kleinigkeit erzählen vom Ferienhaus. Ihr habt es gesehen im Video gerade, dass die Betten nicht bezogen waren und wir auch keine Handtücher etc. hatten. Was eigentlich ja zum VIP-Service dazugehört, beziehungsweise zu diesem VIP-Ferienhaus. Ich habe die Center Park App runtergeladen und bevor wir zur Rezeption sind, habe ich über WhatsApp den Center Park angeschrieben, dass wir im Ferienhaus 275 sind und hier die Betten nicht bezogen waren. Ich war total positiv überrascht. Innerhalb von 5 Minuten wurde mir geantwortet und es wurde gesagt, es kommt sofort jemand und würde das natürlich sofort richten und würden sich entschuldigen dafür, dass das nicht passiert ist. Und es ist auch wirklich so gewesen, 10 Minuten später standen die ersten vor der Türe und haben das ganze Bettzeug geliefert, die Handtücher geliefert etc. Und keine weitere 10 Minuten später kamen auch schon die Putzfeen und haben uns wirklich sofort oben alles gerichtet und gemacht, also vom Service her 1A. Das hat wirklich super funktioniert und die waren auch alle wirklich total lieb. Ja, das wollte ich euch noch erzählen. Dann, ihr habt es schon gesehen in dem Video, die Häuser liegen auf einem Berg. Ihr habt die Möglichkeit, entweder wo die Autos herfahren, herzugehen oder halt Stufen zu gehen. Wir hatten zwar eine wunderschöne Aussicht dort oben, aber es war schon sehr anstrengend, immer wieder hoch und runter zu gehen. Also man überlegt es sich zweimal. Zu laufen einfach zum Market Dom hin und zurück. Was mir noch betreffend dem Ferienhaus aufgefallen ist, was mir ein bisschen gefehlt hat, das war im Badezimmer, in den Duschen fehlten mir Ablagen. Also wir mussten das ganze Shampoo, Duschgel etc. mussten wir auf den Boden stellen und das ist schon ein bisschen blöd. Also immer sich zu bücken, das aufzuheben. Da fehlt mir eine Ablage einfach. Aber ansonsten war wirklich alles vorhanden in dem Ferienhaus und es hat wirklich sonst an nichts gefehlt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schenkt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da, damit ihr auch weitere Videos nicht verpasst. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Eure Petra von Freizeitverliebt. Tschüss!